Du hast jetzt ja schon ein bisschen darüber erzählt, wie es war mit eurem Fundraising und dass das ein bisschen anders war als bei den meisten, die ja sehr darum kämpfen müssen, überhaupt diese Art von Aufmerksamkeit zu bekommen und sich gegen sehr, sehr viele andere Bewerber ums gleiche Geld sozusagen durchsetzen müssen. Und basierend darauf ist jetzt der richtige Zeitpunkt für das Founders Unscripted Millionenspiel. Das Founders Unscripted Millionenspiel funktioniert wie folgt. Haben wir uns heute zum ersten Mal einfallen lassen, wird aber garantiert ein richtiger Burner. Wir geben unserem jeweiligen Gast 1 Million Founders Unscripted Euro. Ich glaube, es ist relativ deutlich, dass man damit nicht im Spätkauf sein Bier kaufen kann. Aber es ist 1 Million, es sind 20 Scheine, a 50.000 Euro. Gero, die gehören jetzt sozusagen temporär dir. Wir haben hier 3 Startups, die ich dir kurz vorstellen werde. Und du hast die Gelegenheit, aber auch die Pflicht, diese Million auf diese 3 zu verteilen. Je nachdem, wie du glaubst, dass sie sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln werden. Wenn es dein eigenes Geld wäre, worauf würdest du halt dieses Geld setzen? Es gibt eigentlich nur eine Regel. Du darfst das Geld nicht dritteln. Du darfst nicht allen 3 das Gleiche geben. Und du musst uns kurz erzählen, warum du auf das eine setzt und auf das andere nicht. Sehr gut. Was wir vorhaben, ist, diese 3 Startups dann nachzuverfolgen. Das heißt, wir machen ja diese Show alle 2 Monate und wir werden genau hinschauen, wo denn Geros große Wette, die Millionen, wo sie denn geblieben ist am Ende des Jahres. Jede Show werden wir wiederum 3 neue Startups vorstellen und ihr könnt euch darauf bewerben, eins von diesen 3 Startups zu sein, indem ihr eine Mail schreibt an millionenspiel@foundersunscripted.com. millionenspiel@foundersunscripted.com, dann habt ihr die Gelegenheit von einem sagenhaft smarten, potenziell reichen. Das übrigens wollte ich noch sagen, ja, also so wie du die Geschichte erzählt hast, glaube ich, muss ich noch eine Weile warten auf meine Orgien und Sportwagen, weil ich meine, wenn ihr nie auscasht, sondern immer weitermacht, dann hört sich das eher nach Grillfest im Garten an. Ja, aber gut, man muss nehmen, was man kriegen kann. 3 Startups, 3 frische, großartige Startups aus der Berliner Szene, die ich alle sehr, sehr gut kenne. Und wir fangen mal an. Ich habe 3 ausgewählt, die sehr unterschiedliche Dinge machen, um auch so ein bisschen rauszufinden, worauf du stehst. Parlamind, das erste. Parlamind baut eine Software as a Service, Software dafür, Kundenfeedback zu analysieren. Und zwar nicht nur das Kundenfeedback, was man über Dropdown-Menüs bekommt, sondern auch aus wirren E-Mails, aus wirren Telefonanrufen, weil so sind die meisten Kunden drauf. Die hauen einfach irgendwas ins Freitextfeld rein oder schreiben eine E-Mail. Wie systematisierst du das? In der Regel gar nicht. Es sei denn, du hast ein Startup, was großenteils aus Computerlinguisten besteht, was auch den Freitext sehr, sehr gut analysieren kann, was dir als Betreiber des Shops sehr, sehr genau sagt, wo hakt's, zu welchen Zeitpunkten, worüber wird immer wieder geredet. Die Sensation ist, dass Parlamind zwar ein sehr Hardcore-Tech-Unternehmen ist, aber trotzdem 50% der Gründer und auch des gegenwärtigen Teams Frauen sind und auch der CTO eine Frau ist. Der Gründer Christian Wolf hat vorher Wir Kaufen's gegründet, das heißt auch ein erfahrener Gründer. Parlamind ist das Unternehmen, was die Art, mit der du mit Kundenfeedback umgehst, revolutionieren wird. Parlamind, ja, darauf kannst du Geld setzen. Oder, und hier muss ich jetzt eine Requisite aus der Tasche ziehen, halt mal bitte das Mikro. Das hier, ich ziehe es mir jetzt nicht an, weil das würde noch ein bisschen fummeliger sein. Das ist ein Handschuh. Ja? Also das sind 4 Finger und ein Daumen, das seht ihr. Das zieht man sich einfach über die Hand. Und das ist das Produkt von DB Glove. Das Produkt von Nicolas Capodusso. DB Glove übersetzt digitale Texte in deine Hand. Das funktioniert so, dass es richtet sich spezifisch an Blinde und an Taubblinde, die keine Bildschirme sehen können und für die es extrem schwierig, um nicht zu sagen unmöglich ist, digitale Inhalte von Bildschirmen aufzunehmen. Was können die machen? Ja, du kannst ja auf einem Bildschirm nicht Brei-Text veröffentlichen. Die Software und die Hardware übersetzt Texte in Druckpunkte auf der Hand. Und das sieht man hier, wenn man genau hinschaut. Diese Finger haben halt eben jeweils 3 Druckpunkte. Ein A ist zum Beispiel hier.
Spitze des Zeigefingers, ein B, wenn du das so möchtest, ist die Spitze des Ringfingers. Und auf diese Art und Weise, und das ist das Erstaunliche, kann man Texte sehr, sehr schnell verständlich machen. Wenn du einmal begriffen hast, welcher Druck auf deine Hand, welcher sensorische Impuls für welchen Buchstaben steht, kannst du Texte sehr, sehr schnell verständlich machen, auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du nicht hören kannst. Das heißt, es geht wirklich um eine komplett neue Interpretation von Sprache. Das macht D.B. Glove mit Nicolas Caporusso. Und Nicolas als zusätzliche Input wurde letztes Jahr als einer der 35 brillantesten Leute unter 35 von der MIT Technology Review gekürt. Und wer ihn kennt, weiß, das stimmt auch. Die machen sowas seit 5 Jahren. D.B. Glove, das ist der Handschuh, der Sprache für Blinde verständlich macht. Geschriebene Sprache, wohlgemerkt. Oder ein komplett anderes Ding, Chatshopper. Chatshopper sind der führende Anbieter in Deutschland, nachdem Go Butler dicht gemacht hat, kann man sagen, im Bereich Conversational Commerce. Das heißt, man kann den über sämtliche Messenger-Kanäle, ursprünglich über WhatsApp, jetzt über Facebook Messenger, Twitter, SMS, alles was ihr wollt, Anfragen stellen, wie zum Beispiel, ich brauche nächstes Wochenende ein blaues Kleid oder ein geblümtes Sommerkleid. Am anderen Ende steht ein Agent, der dir direkt auf diesem Kanal 3 oder 4 Angebote macht. Du kannst direkt draufklicken, bekommst das zugeschickt. Zu Anfang, ganz ehrlich, habe ich mich gefragt, wer braucht das? Weil wenn ich was kaufe, dann möchte ich gerne, dass da halt eben viele Angebote nebeneinander stehen auf Amazon und ich die verschieden sortieren kann. Aber Menschen unter 18, Menschen unter 20 nutzen das wie verrückt, weil es halt eben genau in ihr Kommunikationsverhalten passt. Snapchat, Instagram, all diese verschiedenen Kanäle, in denen nicht nur zu kommunizieren, sondern auch zu kaufen, ist eine Sensation und das drückt sich auch darin aus, dass die Anfragenzahl innerhalb der letzten 3 Monate um 544% gestiegen ist. Mit minimalem Investment. Und ich war dabei, ich habe da sozusagen zugesehen, sie hatten noch keinen Pfennig an Investment, da hatten sie schon 16 Praktikanten, die die Publikumsanfragen beantwortet haben. Das sind deine 3 Möglichkeiten. Entweder die Revolution im E-Commerce oder die Sensation im Bereich Sprache für Blinde, ja, oder Lesen für Blinde. Wir machen Blinde sehend sozusagen. Oder das eine Ding, was den Customer Service revolutionieren wird. Setze deine Million jetzt, okay, und sag uns jeweils warum. So, jetzt muss ich mal zählen. So, ich fange mal, fang mal in der Mitte an. Und zwar, ich setze 350.000 Euro. Nicht drittellen? Ja, mache ich auch nicht. Okay. Mache ich auch nicht. 350.000 Euro für D.B.Love. Ich finde technologieintensive Sachen sowieso immer super. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie groß der Zielmarkt ist, aber als Technologie super spannend. Ich habe sowas Vergleichbares noch nicht gesehen. Also der Case für mich ist super klar. Es ist der Formfaktor stimmt, das ist was Minimalinvasives, was ich auch tagtäglich tragen kann. Wie das dann genau verbunden ist an die Dinge, wo der Text herkommt, keine Ahnung. Aber ich finde die Technologie super spannend. Wo packe ich die letzten oder die übrigen 650.000 hin? Ich gebe einem der beiden nichts und dem anderen alles. So, jetzt ist spannend was. Ich gebe Chatshopper nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Modell funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann nur über sozusagen eine Billiglohnstrategie, dass ich halt ganz viele Leute habe, die für unglaublich wenig Geld bereit sind, dort zu arbeiten. Das finde ich ethisch nicht erstrebenswert. Deswegen, als erstes glaube ich da nicht dran und ich würde mir auch wünschen, dass solche Modelle nicht funktionieren, ehrlich gesagt. Also ich muss das unglaublich billig machen, sonst funktioniert das kommerziell einfach nicht. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass das funktioniert. So, ich gebe alles Paar rein. Ganz zu Anfang, als wir Signavio gestartet haben, hatten wir zum Beispiel ein Projekt bei eBay und im Bereich Customer Support. Und es war unglaublich zu sehen, dass schon damals, 2009, 60-70% der Anfragen, die bei eBay reinkommen, per E-Mail, werden nicht von Menschen bearbeitet. Ja, sondern es sind Standardanfragen. Wo ist das Ding? Was ist der Status? Wie mache ich jetzt weiter? Gewisse Standarddinge, die ich einfach erkennen kann am Text und dann mit Standardantwortbausteinen antworten kann.
eBay ist groß genug, um sich so eine Technologie selbst zu bauen. Die brauchen kein Produkt. Auch andere, Zalando oder so, würde ich davon ausgehen, dass die sich Technologie einfach auf den Leib schneidern, selbst bauen. Aber für alle sozusagen, was da vom Volumen darunter sitzt. Also wie gesagt, es gibt ja tausend Anfragen, die total banal sind. Ja, wo ist mein Paket? Ja, oder ich habe bezahlt und es ist immer noch nicht gekommen. Ich habe es bekommen, aber es ist kaputt, was soll ich tun? Ja? Da gibt es ja so tausend Standardanfragen, deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da mit einem vernünftig schlauen Ansatz richtig gut was bauen kann. Also das ist für mich eine sichere Bank. Ja? Also wenn ich eine Chance habe, da beteiligt zu sein, ja, gerne Adresse her, dann bin ich dabei. Du lachst, aber sie suchen auch wirklich gerade nach Investment. Ich mache die Connection morgen. Gerne. Okay, danke Gero, das war das Founders Unscripted Millionenspiel. Ja, ja.